Mickey, ich hatte ein Problem. Meine Großmutter kommt zu Besuch. Bei mir kann sie nicht bleiben, da ist es so unordentlich. Wäre es vielleicht möglich, dass sie heute bei dir übernachtet? Oh je, Goofy. Na schön, warum nicht? Du hast mich gerettet, Mickey. Ich bring sie gleich her. Hallo. Was gibt's zu essen? Wie wär's mit etwas Tee und Biskuits? Biskuits? Ich bediene mich selbst, wenn's dir nichts ausmacht. Ein Sandwich! Verzeihung, Großmutter. 350.000 Tonnen von... Barbara, wie konnte ich nur denken, dass es ein Gorilla war? Ah, das ist gut. Nicht so hastig, Söhnchen. In diesem Zimmer schläfst du heute Nacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Also dieses Zimmer ist mehr nach meinem Geschmack. Das Frühstück wird im Speisesaal serviert. Also schön, Großmutter, du plünderst meine Vorräte, machst meine Wände kaputt, aber jetzt ist Schluss damit. Ich hoffe, du magst Pfannkuchen. Ich finde ja immer, dass sie etwas besser schmecken, wenn sie in Herzform sind. Für mich? Hier kommt Großmutter, hier kommt Großmutter, hier kommt Großmutter. Wow! Frühstück. Es ist früh und alles ist in Stücke zerschlagen. Mini anrufen. Hallo, Goofy. Hallo, Goofy. Tut mir leid, aber deine Großmutter muss verschwinden. Oh, bitte, Mickey. Nur noch eine Nacht. Nein, das geht absolut nicht. Oh, danke, Mickey. Ich wusste, du hast Verständnis. Du bist der beste Freund, den man nur haben kann, weißt du das? Goofy? Wir reden dann später. Ich muss jetzt auflegen. Also schön, Goofy. Was ist hier los? Goofy? Also hier ist niemand außer mir. Junger Mann, was ist bloß in dich gefahren? Hör auf mit dem Quatsch, Goofy. Ich weiß, dass du das bist. Ich weiß, dass du bist. Ich weiß, dass du bist. Hallo, Mickey. Ah! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh je, was habe ich getan? Oh je, oh je, oh je. Ach, schon gut, Mickey. Du hattest recht. Aber wer ist dann das? Warum, Goofy? Mickey, ich kann nicht eine Nacht länger in meinem Haus bleiben. Warum nicht? Weil da eine Spinne ist. Eine Spinne? In deinem Haus? Ach, na schön, Goofy, lass uns gehen. Was? Wohin denn? Wir kümmern uns jetzt um die Spinne. Vorsichtig, Mickey. Du darfst ja nicht in die Augäpfelchen sehen. Ach, Goofy, das ist doch nur eine kleine Spinne.